Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Programmpunkt des heurigen Elevate Unlikely Alliances. Mein Name ist Reni Hofmüller, ich bin Künstlerin und gemeinsam mit Ilse Weber leite ich das ESC Medienkunstlabor hier in Graz und werde heute durch diesen netzpolitischen Abend führen. Das Ganze wird so ablaufen, dass alle vier Beiträge jeweils 15 Minuten Zeit haben, also die Personen 15 Minuten Zeit haben. Dann gibt es 10 Minuten Zeit für Fragen aus dem Publikum. Wir werden den größten Teil auf Deutsch, also die ersten drei Beiträge werden auf Deutsch stattfinden und der vierte Beitrag von Kairos wird auf Englisch stattfinden. Fragen können aber auch beim vierten Beitrag dann auf Deutsch gestellt werden. Als ersten Beitrag jetzt zu diesem netzpolitischen Abend, der hier auf Initiative von Spektral, Epicenter Works und Murti stattfindet, werden wir gleich Daniel Lohninger hören. Ich würde dich, Daniel, auch gleich auf die Bühne bitten. Daniel Lohninger bringt eine Multimedia-Ausbildung mit an der Grafischen und hat Informations- und Kommunikationspädagogik studiert. Er hat sich als Grafikdesigner bei Epicenter Works eingebracht und koordiniert seit 2017 die Aktivitäten in der Steiermark. Besonders intensiv beschäftigt er sich mit Überwachung und Datenschutz. Zudem fungiert er als Ansprechpartner für Datenschutz im Bildungsbereich. Seit 2017 hält er Workshops und Schulungen zu Datenschutz für Schulen, Hochschulen, Firmen, Vereine und Interessensvertretungen. 2021 hat er die Projektleitung des Bildungsbereichs im Verein übernommen. Bitte schön. Danke. Ich freue mich heute, unser Bildungsprojekt, das wir im Dezember 2021 gestartet haben, jetzt zum ersten Mal in dieser Form vorstellen zu können. Wir, das ist die NGO Epicenter Works, wir setzen uns für Grund- und Freiheitsrechte im digitalen Bereich ein und haben eben dieses Bildungsprojekt gestartet, über das ich heute sprechen möchte. Ein bisschen zur Vorgeschichte. Unser Verein gibt es seit 13 Jahren. Und in dieser gesamten Zeit haben wir immer wieder Anfragen bekommen für Vorträge, Workshops, für Wissensweitergabe, egal ob von Gewerkschaft, Arbeiterkammer, Schulen, Universitäten, sonstige Einrichtungen oder Interessensgruppen. Und wir haben das immer versucht, so gut wie möglich abzudecken, natürlich auch auf Kongressen und sonstigen Fachveranstaltungen. Und in den letzten 6 Jahren haben wir 149 Workshops und 116 Vorträge und Keynotes allein aus dem Kernteam nebenbei gemacht, was eigentlich nicht unsere Hauptaufgabe ist. Und wir haben das immer sehr gern gemacht und gesehen, wie gut das ankommt, wie froh die Leute sind, wenn sie kompakt und gut vermittelt Wissen bekommen und Klarheit, die sie vorher nicht hatten. Und deswegen hatten wir dann schon seit ein paar Jahren den Wunsch, wirklich ein Bildungsprojekt zu haben oder einen Bereich im Verein, der aktiv ein Angebot nach außen geben kann und nicht nur auf Zuruf wir versuchen, was wir dann nebenbei schaffen können. Ich möchte gleich zu der Vision kommen oder warum wir das eben machen. Ja? Wir versuchen an einer gelungenen oder an einer positiv gestalteten Digitalisierung zu arbeiten und wir sind überzeugt, dass Bildung dabei ein wichtiger Teil sein kann. Wir haben in den 13 Jahren in unterschiedlichen Bereichen eine Expertise aufgebaut, die unabhängig ist. Wir sind ein spendenfinanzierter Verein und können hier einfach unabhängig informieren. Wir wollen mit diesem Projekt jetzt endlich auch breitenwirksamer werden, das heißt durch das aktive Angebot die Möglichkeit haben, mehr Leute zu erreichen. Wir werden aber auch gezielt versuchen, dorthin zu gehen, wo Multiplikatoren sind, die das dann auch noch effektiver weitertragen. Bildung ist eben ein wichtiges Werkzeug, um den Leuten selbstbestimmte Möglichkeit, mit digitalen Werkzeugen umzugehen, zur Verfügung zu stellen. Ein ganz wichtiges Element bei uns ist neben Schulungen und Workshops vor Ort, dass wir immer versuchen oder auch freies Wissen zur Verfügung stellen. Wir haben unser E-Learning, das es jetzt gibt, unter einer offenen Lizenz ins Netz gestellt und auch so gestaltet, dass es möglichst gut weitergenutzt werden kann. Unser Ansatz ist immer ein positiver Zugang, das heißt, dass Technik einen positiven Impact auf unsere Gesellschaft haben kann und auf die Veränderungen, die durch Technik und Gesellschaft passieren. Und es ist Freude am Gerät, das heißt wirklich immer ein positiver Zugang und Spaß mit dem mit den Geräten, mit Internet und mit dem, was man damit machen kann.
Und wir wollen natürlich auch hier ein weiteres finanzielles Standbein schaffen für den Verein, um noch unabhängiger agieren zu können. Wie gesagt, der Wunsch hat ein paar Jahre bestanden. Wir haben aber nicht die Möglichkeit gehabt, das aus unseren normalen Chorspenden zu stemmen und haben deswegen versucht, eine Anschubfinanzierung und Förderung zu bekommen und haben das dann auch im 2020 geschafft, 2021, mit dem Projekt Digitale Selbstverteidigung für Lehrlinge von der AK Niederösterreich. Hier ist das Ziel, dass wir 9% der Lehrlinge in Niederösterreich erreichen mit Workshops, ein freies E-Learning zur Verfügung stellen und ein Team an Trainern aufbauen. Also ein Hauptelement sind die Workshops zur digitalen Selbstverteidigung für die Lehrlinge an den Landesberufsschulen. Wir haben ein Programm zur Ausbildung von Trainern aufgestellt und Trainer ausgebildet und angestellt. Und wir haben ein offenes E-Learning gebaut. Train the Trainers war gestaltet aus einem ganzen Team von juristischer Expertise, technischer Expertise. Und wir haben das auch zum ersten Mal gemacht und unser ganzes Wissen strukturiert und zusammengehaut. Und ich muss sagen, ich habe sehr großen Respekt für unsere Trainerinnen, und die in der Ausbildung gesessen sind, weil wir sie wirklich sehr gefordert haben. Also das nächste Mal Learning werden wir das ein bisschen besser aufteilen, weil es waren sehr dichte Tage, es war sehr viel Input. Im Dezember vorigen Jahres haben wir dann angefangen, aktiv an die Schulen zu gehen und auch die Workshops abzuhalten. Wir haben von vielen Seiten gehört, wie wir das Projekt bekommen haben, dass das eine schwierige Zielgruppe ist, dass es sehr unterschiedlich sind, dass je nach Berufen auch sehr unterschiedlich sind und dass wir uns da nicht unbedingt das Einfachste zum Anfangen ausgesucht haben. Ich muss sagen, unsere Erfahrungen waren extrem positiv. Wir sind sehr herzlich und sehr gut aufgenommen worden und dafür, wie unterschiedlich die Klassen oft sind und mit was für Problemen und Herausforderungen, die auch in diesem Alter konfrontiert sind, war ich sehr, sehr positiv überrascht und es war wirklich schön, mit diesen jungen Menschen zu arbeiten. Ich gehe dann nachher noch ein bisschen auf die Workshops ein. Unser E-Learning steht eben offen im Netz und der Epicenter Academy ist gegliedert in 8 Kapitel plus Anleitung und Begriffe. Da geht es einfach nur mal um Grundlagen, vor allem Awareness, warum Datenschutz, was wird eigentlich alles über uns gesammelt, warum und was kann damit passieren und was kann damit gemacht werden, was wird damit gemacht. Es war ein Projekt eben für junge Menschen, die in Berufsausbildung sind und zum Teil auch schon mit einem Fuß in der Arbeitswelt. Deswegen haben wir das Thema Überwachung am Arbeitsplatz auch drin. Ein Thema, das extrem an Relevanz gewinnt, weil die Methoden und die Software, die immer breiter angewendet wird, kaum so angewendet wird, wie es eigentlich gesetzlich notwendig wäre, dass die Leute eben gar nicht wissen, was über sie gesammelt wird, die Auswertungen auch sehr kritisch zu sehen sind, wie gut man Menschen auf ein paar Kennzahlen runterbrechen kann und wer entscheidet, wer diese Kennzahlen sind. Und dann geht es um IT-Sicherheitsgrundlagen, die man sowohl im Beruf, aber auch privat anwenden kann. Da geht es einmal um IT-Sicherheit, wovor will ich mich überhaupt schützen, wie kann ich eine Bedrohungsanalyse machen und dann um so Dinge wie Verschlüsselung, sichere Kommunikation, vor allem auch Messenger hier und Tipps und Tricks, wie man sich im Netz einfach wieder mehr Privatsphäre schaffen kann, bis zu Geräte sicherer machen, das heißt, worauf ich achten sollte, wenn ich mit Laptops, PC und Smartphone hantiere und welche Tricks es da gibt. Die Kapitel sind recht umfangreich geworden. Wir sind immer noch dabei, das auszubauen, multimedialer zu gestalten. Es kommen jetzt noch einige Videos dazu, damit eben auch das leicht verständlich ist. Wir haben es auch mit Jüngeren schon getestet, das E-Learning. Für dieses ist dann schon sehr textlastig. Sie haben gesagt, ja, gut strukturiert, ist gegangen, aber ist schon ziemlich viel. Es ist halt wirklich für Oberstufe oder beziehungsweise ab 14 gestaltet. Wir haben von Anfang an versucht, das möglichst barrierefrei zu machen. Da werden wir auch noch nachbessern, weil einiges müssen wir auch noch lernen. PDFs barrierefrei machen, es sind aber alle Videos mit Untertitel versehen. Und wir schauen, dass wir sonst auch bei Alttexten
so arbeiten, dass es wirklich für Menschen, die eben hier Herausforderungen haben oder das brauchen, wirklich gut damit arbeiten können. Wir haben interaktive Elemente im E-Learning, im Quiz, Drag and Drop, alles Mögliche. Auch die werden laufend weiterentwickelt. Wir werden ja, haben jetzt dann noch die Möglichkeit, die noch ein bisschen schöner zu machen. Und geht es um? Hier haben wir ein Format gewählt, H5B, das ist Open Source und ist in allen gängigen Lernplattformen enthalten oder als Add-on verfügbar. Das heißt, diese Dinge können auf der Seite direkt runtergeladen werden, verändert werden und weiterverwendet werden. Das heißt, man muss das E-Learning auch nicht als Ganzes nehmen, sondern diese Dinge können auch für die Schule sehr gut weiterverwendet werden, von Lehrkräften zum Beispiel. Ich möchte jetzt ein Video kurz zeigen von Alexander Lehmann. Dass wir fürs E-Learning gemacht haben. Geht es um digitale Selbstverteidigung, also IT-Sicherheit, bekommt man schnell den Eindruck, man ist einer unendlichen Anzahl an Problemen und potenziellen Bedrohungen ausgeliefert. Um hier den Überblick zu behalten, sollte man systematisch vorgehen. Profis machen hierfür oft eine Bedrohungsanalyse, auch Threat Model genannt. Die funktioniert so. Zu jedem Lebensbereich stellt man sich 4 Fragen. Erstens, was will ich schützen und um welche Daten geht es? Je nachdem, ob es um Urlaubsfotos, Login-Daten fürs Online-Banking, deine persönlichen Chatverläufe oder Dokumente von deinem Arbeitgeber geht, jede Form von Daten muss logischerweise unterschiedlich stark geschützt werden. Zweitens, wovor bzw. vor wem müssen sie geschützt werden? Dazu zählen dann Unternehmen, die Polizei, kriminelle Betrüger, StalkerInnen oder einfach neugierige Fremde. Aber auch Familienangehörige oder enge Freunde. Je nachdem, um welche Daten es geht, muss man sich überlegen, gegenüber wem man sie schützen sollte und wie viel Expertise und Aufwand die Gegenseite investieren könnte. Drittens, wie werden die Daten geschützt? Das könnte beispielsweise Verschlüsselung sein, eventuell in Kombination mit dem Ablegen auf einer externen Festplatte im Schrank. Ein Zugang über Rechtemanagement? Das Speichern auf einem Gerät, das immer mit Updates versorgt wird und sich nur mit Hilfe einer guten PIN entsperren lässt. Oder das Nutzen von guten Passwörtern oder Zwei-Faktor-Authentifizierung. Viertens. Bewertung, ob der derzeitige Schutz angemessen und ausreichend ist. Je nachdem, von wem die Daten stammen und um welche Daten es geht, kann dies sehr unterschiedlich sein. Batman muss seinen Standort besser schützen als Bibi und Tina aus der 9a. Und die eigene Hausübung kann man zur Not auch mal ohne Passwortschutz verschicken, wenn gerade das Netzteil zu rauchen beginnt. Aber wir alle haben etwas zu verbergen, deshalb schützen wir uns auch durch das Tragen von Kleidung und verwenden Passwörter. Überlegt man sich mit Hilfe des Threat Models also gründlich, für welche Daten welche Gefahr droht und welche Szenarien am bedrohlichsten sind, dann kann man mit dem geringstmöglichen Aufwand seine Daten bestmöglich schützen. Dabei sollte man aber nie vergessen, dass IT-Sicherheit kein fixer Zustand ist, sondern immer ein Prozess. Was heute noch wertvolle und schützenswerte Daten sind, kann schon morgen getrost geteilt werden. Und der perfekte Schutz vom letzten Jahr könnte sich schon morgen als unsicher herausstellen. Datensparsamkeit ist übrigens der beste Schutz. Daten, die gelöscht werden, wenn wir sie nicht mehr brauchen, oder noch besser, die gar nicht erst gespeichert werden, können uns oft viel Arbeit und viel Ärger ersparen. Wie gesagt, es kommen gerade noch einige Videos dazu. Das Team aus 4 Leuten, die wir jetzt fix angestellt haben, sind da auch voll eingebunden und arbeiten selbst die Inhalte und die Gestaltung aus, zum Teil, je nach Qualifikationen und Fähigkeiten. Und das macht richtig Spaß. Wir haben nach den ersten 300 Teilnehmerinnen eine Zwischenevaluierung gemacht. Das Projekt wird sowieso begleitet von einer externen Evaluatorin, Karin Bischof. Und schauen eben nicht nur drauf, wie sind die Ergebnisse, sondern was können wir verbessern. Wir haben jetzt schon so einen Zwischenschritt gemacht und einfach nochmal nachgebessert in den Workshops. Wie können wir es noch interaktiver machen? Wie können wir es noch interessanter machen? Was interessiert Sie am meisten? Was finden Sie am relevantesten? Weil wir haben sowieso nur begrenzte Zeit. Das heißt, wir können da eh nicht alles so in der Tiefe behandeln, wie wir es am liebsten gerne machen würden. Und die Ergebnisse waren sehr positiv. Vor allem, was die Kompetenzgewinn und wie sie sich selber einschätzen, hätte ich nicht gedacht, dass es so positiv ist. Ich war schon überzeugt, aber
Das hat mich sehr gefreut. Eben 95%, 93%, die denen bewusster ist, dass sie überwacht werden können, dass sie selbst dazu beitragen können, dass sie wieder mehr Sicherheit haben und mehr Privatsphäre. Aber ich möchte die Schülerinnen selbst zum Wort kommen lassen. Das waren schriftlich Fragebögen, wo sie die Möglichkeit hatten, etwas persönlich auch noch reinzuschreiben, aber nicht mussten. Und da waren wirklich immer sehr schöne Sachen dabei. Deswegen auch, es hat wirklich Freude gemacht, mit ihnen zu arbeiten, dass wir eingebunden wurden. Es wurde alles sehr gut erklärt, durch die Videos noch etwas einfacher und verbildlicht. Auch das Feedback, ich bin bis jetzt noch nie beim Workshop gewesen, bei dem ich alles verstanden habe, diesmal schon. Hat mich sehr gefreut. Es gab diese Studie vom Finanzministerium die letzten 3 Jahre zu den digitalen Kompetenzen in Österreich und da sieht man, dass bei Sicherheit eben das größte Problem ist. Und ich wollte jetzt noch ganz viel erzählen, was wir in nächster Zeit vorhaben, aber ich glaube, meine Zeit ist aus. Super. Danke, danke Daniel. Also wir haben jetzt 10 Minuten Zeit, also wenn es jetzt gleich konkrete Fragen gibt, im Prinzip ist eben der Ablauf dieses netzpolitischen Abends oder heute eben nachmittags so, dass wir diese ganzen Inputs kriegen und dann im Anschluss dann gibt es einfach Zeit und Möglichkeit, informell weiterzureden. Aber wenn es jetzt konkret Fragen gibt an Daniel Lohninger, dann wäre jetzt die Möglichkeit dafür. Da gibt es eine Wortmeldung, bitte. Jetzt, genau, jetzt nimm dir die Zeit, ja, für den Ausblick. Wir arbeiten gerade an weiteren E-Learning-Kapiteln zum Thema Phishing, digitale Kriminalität, vor allem für den Bedarf in kleinen und mittelständischen Unternehmen. KI wird ein Thema sein, das wir gerne aufbereiten würden für unterschiedliche Zielgruppen. Also wir wollen in diesem Jahr noch eben Unternehmen auch ansprechen, aber auch gezielt Multiplikatoren. Das heißt, wir gehen zum Beispiel zu den Datenschutzbeauftragten über das Bildungsministerium, an den pädagogischen Hochschulen und an den Bildungsdirektionen und machen dort Diskussionen, Workshops und Keynotes bei Veranstaltungen, um dort Awareness für Datenschutz und Probleme bei Big Tech in der Schule zu schaffen. Genauso wie wir mit Beamtenschulungen arbeiten werden, um hier Wissen effektiv in die Breite zu tragen. Das heißt zum Beispiel jetzt im Thema digitale, also künstliche Intelligenz, wird in Zukunft immer ein größeres Thema werden, dass wir hier ins Gespräch kommen oder Input geben bei Beamtinnen, die danach Gesetze schreiben, wie wir das Thema aus Bürgerrechtsorganisationsperspektive sehen und was sozusagen unsere Punkte sind bei dem Thema, die beachtet werden müssen. Das sind jetzt alles schon Dinge, die anlaufen. Genau. Wir werden auch mit unterschiedlichen anderen Organisationen aus der Community zusammenarbeiten. Wikimedia zum Beispiel bringt sich ein mit Input jetzt mal beim E-Learning und da sind einige Kooperationen geplant in Zukunft, was das betrifft, damit wir auch unser gesamtes Wissen gegenseitig gestärkt möglichst effektiv raustragen können. Ja. Da gibt es eine weitere Frage. Die Schulen sind ja etwas sehr Bürokratisches. Wie müssen wir vorgehen, dass ihr zu uns in die Schulen kommen könnt überhaupt und dürft über Bildungsdirektion oder wie immer? Prinzipiell gibt es da keine Beschränkung, was ich weiß, was das betrifft. Jede Schule kann das entscheiden. Bildungsdirektionsfreigabe, de facto, es wurde teilweise nachgefragt in Niederösterreich, ja, ist aber meines Wissens nicht notwendig. Bildungsministerium hat unser E-Learning aber jetzt, also nimmt es in die Edothek auf als Weiterbildung für Lehrkräfte und Unterrichtsmaterialien. Das ist eben auch so ein Punkt, dass wir jetzt gerade bei der digitalen Grundbildung zwar keinen Inhalte haben, die direkt für die Unterstufe sind, aber natürlich für Lehrkräfte interessant sein können, die sich hier weiterbilden und informieren wollen und das dann eventuell auch verändern und an ihre Zielgruppe anpassen. Prinzipiell einfach Workshop at epicenter.works zum Beispiel E-Mail schreiben mit einer Anfrage. Danke. Gerne. Gibt es sonst noch Fragen jetzt aktuell? Dann hätte ich noch eine erweiternde Frage vielleicht. Das ist jetzt einer der Schwerpunktbereiche, an denen ihr aktuell arbeitet, aber Epicenter Works gibt es ja schon länger. Womit beschäftigt ihr euch sonst so? Ich meine, das ist eingebettet in ein größeres Arbeitsvolumen. Ja, wir haben uns damals gegründet, um gegen die Vorratsdatenspeicherung vorzugehen. Mittlerweile arbeiten wir von
UN-Ebene bis auf Gemeindeebene. Also momentan gibt es den Versuch Videoüberwachung zur Verkehrsberuhigung in Wien und dann in allen Städten in Österreich mit per Gesetz eben zu ermöglichen. Wir sind auch bei der UN in Gesprächen, weil dort neue Tatbestände für Kriminalität geschaffen werden sollen und zum Beispiel ein Bundestrojaner, den wir in Österreich immer verhindert haben, dann einfach auf UN-Ebene realisiert werden würde. Ja, fantastisch. Braucht ihr noch Menschen, die mit euch mitarbeiten? Natürlich, gerne. Auf der Webseite gibt es die Möglichkeit mitmachen. Schau nicht mir an, ich schau da ins Publikum. Da kann man sich gerne melden bei uns, ja. Da freuen wir uns, wenn wir Leute finden, die uns helfen. Und da sind doch sehr schöne Sachen passiert mit den Ehrenamtlichen letzten Jahre. Weil, wo ich das gesehen habe, die Präsentation, habe ich gedacht, ja, viel von diesem Wissen, wie man sich digital sicher und sinnvoll also überhaupt bewegen kann, können wahrscheinlich viele brauchen, nicht nur die Jugendlichen. Okay, ja, danke vielmals, Daniel Lohninger. Epicenter Works ist eben einer der Initiatoren dieses netzpolitischen Abends. Das ist 2015 das erste Mal stattgefunden und jetzt zum zweiten Mal schon beim Elevate Festival. Und das, also der Wunsch ist immer, das aktuell Digitale aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Und jetzt haben wir gleich mit der nächsten Vortragenden jemanden, die aus einem anderen Bereich kommt, Dr. Johanna Pirker, etlichen Personen hier in Graz wahrscheinlich gut bekannt. Sie ist Informatikerin mit dem Schwerpunkt Spieleentwicklung, Forschung und Bildung sowie eine aktive und starke Stimme der lokalen Indie-EntwicklerInnen-Gemeinschaft. Sie hat langjährige Erfahrung in der Konzeption, Entwicklung und Bewertung von Spielen und VR-Erfahrung und glaubt an sie als Werkzeuge zur Unterstützung des Lernens, der Zusammenarbeit und der Lösung realer Probleme. Johanna hat in der Branche als QA-Testerin bei EA angefangen und berät immer noch Studios im Bereich der Spielennutzerforschung. 2011, 2012 begann sie mit der Erforschung und Entwicklung von VR-Erlebnissen am Massachusetts Institute of Technology. Derzeit ist sie Professorin für Medieninformatik an der Ludwig-Maximilians-Universität München und Assistenzprofessorin für Spieleentwicklung hier an der TU Graz und forscht im Bereich Games mit den Schwerpunkten KI, HCI, Datenanalyse und VR-Technologien. Johanna wurde in die Forbes 30 Under 30 Liste der Wissenschaftsprofis aufgenommen. Johanna, bitte. Vielen, vielen Dank für die Einladung und für die liebe Einführung. Und danke für den großartigen Vortrag auch vorher. Also ich glaube, das Thema Bildung in den Bereichen ist einfach viel zu oft unterbewertet und da müssen wir wirklich viel drüber reden. Das heißt, bei mir war die persönliche Geschichte wirklich, wo ich 2-3 Jahre angefangen habe, zum ersten Mal den Computer zu bedienen. Das heißt, das ist eine meiner ersten Erinnerungen. Man fragt ja oft, wie bin ich in die Informatik gekommen, weil es gibt halt immer noch nicht genug Frauen, in der Informatik oder auch in der Spieleentwicklung und da werde ich halt oft gefragt, wie ich da eigentlich dahin gekommen bin und ich habe lange überlegt und reflektiert und eine meiner ersten Erinnerungen ist einfach, wie ich an der DOS-Maschine von meinem Vater sitze, 2-3 Jahre alt und ich habe noch nicht schreiben oder noch nicht lesen können, aber ich habe gewusst, was ich in diesem DOS-Kommando eingeben muss, dass mein Lieblingsspiel startet. Ich glaube, das kennen vielleicht also ein paar hier im Publikum. Das ist Prince of Persia. Und das war total die nette Geschichte, wo halt der Prinz die Prinzessin rettet, so ein kleiner Plattformer und ich laufe durch die Welt. Und danach habe ich gespielt Zelda, die Prinzessin wird gerettet, Super Mario, sogar der Klempner rettet die Prinzessin, Aladdin, auch hier wird die Prinzessin gerettet. Und das war irgendwie so meine Jugend, also ich habe so viele Prinzessinnen gerettet. Und dann habe ich irgendwie so die verrückte Idee gehabt, was, wenn ich selbst so eine kleine Welt machen könnte? Und der crazy thought, stellt euch vor, ich würde einmal einen Prinzen retten. Und das war irgendwie das, was mich immer getrieben hat. Ich hätte gerne immer irrsinnig kreativ gearbeitet, aber ich kann weder gut Geschichten schreiben, ich kann nicht gut zeichnen. Aber durch die Programmierung und vor allem durch die Spieleentwicklung habe ich dann einfach komplette Welten erstellen können. Und habe plötzlich auch kleine Welten erstellen können, wo eben vielleicht die Prinzessin einmal den Prinzen rettet. Also das waren auch noch andere Spiele, aber die müssen wir jetzt auch nicht beleuchten. Und das hat mich irgendwie immer getrieben. Und dann habe ich das Informatikstudium angefangen
Und gerade auch im Bereich der Welt der Spiele. Also ich bin nicht nur Spieleentwicklerin, sondern ich bin auch selbst Gamerin. Also ich sage lieber Gamerin als Spielerin, weil Spielerin hat immer diesen Gambling-Touch, aber das ist doch weiter weg. Aber es ist halt immer noch so. Also wenn ich so in die Runde frage, man stellt sich die typischen Programmierenden vor oder die typischen Gamer. Was ist dann so automatisch im Kopf? Und das ist halt meistens immer noch ein Junge, der vermutlich irgendwo im Keller sitzt, WoW zockt, wahrscheinlich ganz viele Pickel hat, Pizza isst. Und statistisch gesehen bin aber gerade ich eine Spielende. Ich bin weiblich, inzwischen weiter über 30. Und da müssen wir halt immer drüber nachdenken. Das heißt, sowohl die Welt der Informatik als auch die Welt der Spiele ist sehr viel diverser, als von der Gesellschaft oft vermittelt wird. Und ich finde die Welt der Spiele einfach so spannend, weil dadurch inzwischen komplette Stadien gefüllt werden. Ich in meiner Forschung versuche sehr stark in Richtung Lernspiele zu gehen oder Spiele, die allgemein die Gesellschaft ein bisschen verändern können, weil wir eben gerade so viele Menschen dadurch erreichen. Und was ich auch besonders schön finde am Thema der Spieleentwicklung per se, dass die Entwicklung irrsinnig interdisziplinär ist. Das heißt, ich habe schon vorher erzählt, also diese Geschichten erzählen und diese Grafik machen. Wenn ich ein Videospiel entwickle, also da haben wir zum Beispiel ein Spiel, das heißt Assassin's Creed, da kommen Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen zusammen. Also wir haben hier die Künste, das Gestalterische, die Musik im Hintergrund, Assassin's Creed, Valhalla hat gerade den Musik-Award gewonnen, den Grammy gewonnen. Da gibt es also eine eigene Kategorie dafür. Und das ist was mich immer treibt, dass ich als Informatikerin mit unterschiedlichsten Menschengruppen zusammenarbeiten kann. Und da, um auch ein paar Vorurteile aus der Spielewelt zu nehmen, ich glaube auch, dass ich mit Spielen, durch Spiele, Sachen lehren oder lernen kann, die ich durch andere Medien kaum lernen kann. Zum Beispiel Empathie. Da muss ich sagen, das ist, glaube ich, ein Thema, was in unserer Gesellschaft oft recht notwendig wäre. Und wenn wir uns das überlegen, ich vergleiche auch Spiele gern mit Büchern oder mit Filmen. Also ein Film ist ja genauso divers als Medium wie ein Spiel. Das heißt, wir haben Pornos und wir haben Actionfilme, aber wir haben auch Dokumentarfilme. Und das Gleiche in der Welt der Spiele. Das sind nicht nur Shooter, das sind nicht nur Action-Games, das sind auch Spiele wie This War of Mine. Wer kennt das zufällig aus dem Publikum? Also jetzt für die zuhören, ist vier Menschen haben aufgezeigt. Und das ist ein Spiel. Wir sehen gerade ein Kriegsspiel und man spielt aber nicht den klassischen Kriegshelden, sondern man sieht, was auf der anderen Seite vom Krieg passiert. Im Spiel spiele ich eine Zivilistin oder einen Zivilisten und ich versuche, den Krieg einfach zu überleben. Und als ich das Spiel gespielt habe, habe ich einen männlichen Charakter gespielt und war mit meiner Familie, mit meiner Frau in diesem Bunker. Und plötzlich ist meine Frau krank geworden. Und ich habe gewusst, ich brauche Medizin, um ihr Leben zu retten. Also sie hat dringend diese Medizin gebraucht. Das heißt, ich bin raus aus meinem Bunker und habe versucht, diese Medizin zu finden. Ich habe dann geplündert und habe in Häusern gesucht, aber da war nichts. Und dann irgendwann bin ich auf dieses ältere Ehepaar gestoßen und die hatten Medizin. Haben es aber selbst gebraucht zum Überleben. Und im Spiel muss ich also eine Entscheidung treffen. Nehme ich diese Medizin weg und rette dafür das Leben meiner Frau oder drehe mich um und schaue meiner Frau beim Sterben zu. Und das sind Sachen, die ein Videospiel machen kann. Durch diese Entscheidungen denke ich sehr stark nach. Oder ich kann die Welt in anderen Fußstapfen erleben, durch andere Augen sehen. Hier zum Beispiel ein Spiel, also eine österreichische Produktion, heißt Path Out. Hier spiele ich einen kleinen, also dieser kleine Charakter, das ist der Abdullah Karam. Ein syrischer Flüchtling. Und das ist als Realperson. Und in dem Spiel ist es so, versuche ich, nach Österreich zu fliehen. Und es wird erklärt, ich habe dieses wunderschöne Haus. Ich bin eigentlich nur ein Junge, der selbst gerne Videospiele spielt, muss aber trotzdem das Land verlassen, weil einfach der Krieg da ist. Das heißt, was ist passiert? Ich bin in seine Fußstapfen getreten und habe einfach gesehen, das war jetzt keine Wirtschaftsflucht oder irgendwas, sondern die Notwendigkeit, dass ich einfach überleben möchte. Und dann gibt es diese Szene am Anfang vom Spiel, die Stimmung verändert sich, es wird düster, plötzlich kommt ein Mann auf mich zugerannt und schreit mich an, was tust du da? Und er schießt mich.
Und in dem Moment kommt ein Realvideo von Abdullah, der mir sagt, hey, wenn ich so ungeschickt im realen Leben wäre wie du in diesem Computerspiel, wäre ich im realen Leben tot. Und das sind genau die Momente, wo ich glaube, dass Videospiele irrsinniges Potenzial haben, um Empathie zu lernen und die Welt einfach eine Spur besser machen zu können, wenn wir besser die Sichtweisen von anderen Menschen verstehen. Einen Schritt weiter geht's mit Virtuality. Virtuality durch dieses Gefühl der Immersion, das bedeutet, ich setze die Brille auf und das Gefühl, dass ich dann wirklich in diesen Welten bin teilweise, gibt es schon sehr viele Möglichkeiten, zum Beispiel Post-Traumatic Stress Disorder zu therapieren oder dass ich dann noch einmal extra in ganz andere Situationen oder wie gesagt, noch einmal die Welt durch andere Augen sehe. Zum Beispiel in dieser Erfahrung einmal die Welt einen Tag in der Haut von einem schwarzen Mann stecken. Was das bedeutet, einfach nur dann einkaufen gehen und anders angesehen werden. Und das gleiche, ähnliche Erfahrungen gibt es für Frauen, gibt es für Männer, einmal als Frau durch eine Einkaufsstraße gehen und dann einfach sehen, wie unterschiedlich man angeschaut wird als Frau im Vergleich zum Mann. Und ich glaube, dass diese Arten von Erfahrungen in Spielen irrsinnig wertvoll sein können von uns als Gesellschaft. Ein weiteres Vorteil, was Spiele mit sich tragen, ja, wir sitzen ja alle immer allein im Keller. Das, was die wenigsten wissen, wir spielen meistens mit anderen. Das heißt, die meisten Spielenden spielen Social Games, Gamer, die mit anderen gespielt werden. Viele von den Gamern haben auch Partnerschaften oder Freundschaften durch die Spiele gefunden. Und da war es dann vielleicht auch kein Wunder, dass genau bei Covid dann Diskussionen kommen sind, wie plötzlich Spiele und Anführungszeichen missbraucht werden. Das heißt, hier sehen wir zum Beispiel rechts oben Animal Crossing. Animal Crossing ist ein kleines Spiel, wo ich meine Insel gestalte und dann ja, kann meinen Garten gestalten, kann ein kleines virtuelles Museum bauen und dann kann ich Freunde einladen und mit ihnen gemeinsam durch das Museum gehen. Und das ist halt das Schöne in einem Videospiel. Gerade bei Covid haben wir ja das Problem gehabt, wir haben irrsinnig viele ja, soziale Kontakte einfach vermisst. Und der Zoom-Call per se ist ja total nett. Also wir sehen uns zum Beispiel im Zoom-Call, aber ich bin in meinem Homeoffice und Sie sind in Ihrem Homeoffice. Das heißt, obwohl wir uns sehen, sind wir eindeutig physisch voneinander getrennt. In einem Computerspiel hingegen können wir virtuell digitale Co-Präsenz erzeugen, gemeinsam am Strand spazieren gehen aus diesem virtuellen. Und das ist halt für die Psyche oft was ganz wertvoll ist und auch eine neue Oxford-Studie hat gezeigt, dass Gamer, gerade in Social Games, weniger Probleme mit der mentalen Gesundheit haben als Nicht-Gamer. Deswegen wundert es mich nicht, dass da dann auch diese Metaverse-Diskussion gekommen ist, dass wir auch neue digitale Räume brauchen, wo wir miteinander Zeit verbringen können. Und dass dann auch Firmen wie Microsoft, Firmen wie Activision Blizzard gekauft haben, die irrsinnig viel Know-how haben in der Erstellung von virtuellen Welten. Da möchte ich aber herausfordern, also ich bin dem Begriff Metaverse per se ein bisschen kritisch gegenüber, weil wir da kennen das Prinzip der virtuellen Welten schon relativ lang und die Möglichkeiten von Virtuality schon sehr lang. Und an das glaube ich. Ich glaube, dass diese Arten von Welten wirklich sehr viel Potenzial haben, zum Beispiel die Art und Weise, wie wir lernen, inklusiver zu machen. Das heißt, Menschen beispielsweise mit einer Behinderung können in einen Klassenraum integriert werden, obwohl sie vielleicht in der Realität das Haus nicht verlassen können. Können digital Menschen, die vielleicht keinen Zugang haben zu den super tollen Physiklaboren, beispielsweise wie wir es am MIT gesehen haben, können trotzdem Physikexperimente durchführen. Das heißt, per se wären virtuelle Welten, virtuelle Realitäten wirklich ein guter Zugang zu Inklusion. Und was machen wir? Das Metaverse wird diskutiert, wird erstellt von den großen Firmen und von sehr viel Hype-Trains. Und was passiert? Wir kopieren unsere reale Welt. Unsere reale Welt ist gerade mitteltoll. Hat irrsinnig viele Probleme. Alle Isms. Ableism, Sexism, Racism werden eins zu eins in diese virtuellen Welten kopiert. Es werden Immobilienkrisen eins zu eins kopiert in virtuelle Räume, in Metaverse-Räume, einfach mit dem Hinblick auf Umsatz maximieren. Und das finde ich so schade. Wir hätten jetzt eine Möglichkeit, dass wir Lernräume erstellen. Soziale Räume. Und dann stattdessen machen wir eine schlechte Kopie unserer eh nicht so tollen realen Welt.
Und das sehe ich irrsinnig kritisch. Und da müssen wir einfach aufpassen. Das heißt, wenn wir es mit diesen Begriffen arbeiten, in welche Richtung sich diese Metaverse-Applikationen hinwandeln. Das heißt, dass wir nicht wieder eine Welt voller Sexismus erstellen, wo Menschen mehr Angst haben, als sich inkludiert fühlen. Wo es inzwischen jetzt schon sehr viel Sexual Harassment gibt, jetzt schon Aktionen gegen diesen Bias und das Gleiche mit Rassismus. Und das Nächste ist natürlich auch politische Bewegungen. Ich möchte eher als Call for Action aufrufen, dass wir da auf jeden Fall gemeinsam Wege finden müssen, um eine inklusive Umgebung zu erstellen. Es müssen verschiedene Zielgruppen, verschiedene Menschengruppen zusammenarbeiten. Genauso wie ich am Anfang erwähnt habe, die Spieleentwicklung per se funktioniert gut, weil Personengruppen aus der Kunst, aus der Kultur, aus der Musik, aus der Technik zusammenarbeiten, um Innovation zu treiben. Genauso, um faire digitale Räume zu erstellen, braucht man auch interdisziplinäre und diverse Teams. Und das wäre für mich ein ganz großer Fokus. Und wie gesagt, da würde ich einfach nur dazu aufrufen, die Chancen zu sehen, aber genau bei den Weiterentwicklungen zu achten, dass wir einfach nicht das Schlechte nochmal schlecht kopieren. Vielen, vielen Dank. Dr. Johanna Pilker, auch jetzt haben wir wieder so 10 Minuten Zeit, um gleich dringende Fragen oder Kommentare entgegenzunehmen. Hi, danke Johanna, super. Du kennst sicher noch die ganzen Stimmen, die gewarnt haben, First-Person-Shooter, diese ganzen gewalttätigen Videospiele, die machen die Jugend gewalttätig, die sind schädlich und so weiter. Wissen mittlerweile, dass das einfach nicht stimmt. Du drehst jetzt also mit manchen Spielen quasi den Spieß um und sagst, empathiefördernd würden sie sein. Woher ziehst du den Optimismus, dass das funktionieren wird? Also dass die Spiele wirklich einen Einfluss haben auf Menschen? Genau, also da gibt es wirklich auch ein paar Studien, die einfach aufzeigen, also wo man, und dann wirklich solche Empathie messen, ist natürlich schwieriger, wo man einfach versucht, dieses Verständnis für die einzelnen Situationen, Gruppen zu messen. Und es gibt gerade auch im Bereich Virtuality, gibt es sehr viele so Embodiment-Studien, wo es darum geht, was würde passieren, wenn ich versuche, einmal einen Alltag in einer anderen Haut zu erfahren. Virtuality ist da halt einen Schritt weiter als traditionelle Videospiele mit dem Fokus auf Immersion, dass ich halt wirklich tatsächlich das Gefühl hätte, in dieser Haut, also diese Person zu verstehen. Und da gibt es wirklich sehr positive Studienergebnisse, die das aufzeigen, dass das einen Effekt haben kann. Eine weitere Frage da. Und dann dahin. Dankeschön für den Vortrag. Ich hätte eine Frage über Social Games. Was genau sind denn Social Games? Und wie viel Prozent von den Games, die auf den Markt kommen, sind Social Games? Okay, die Statistik kenne ich nicht, wie viel Prozent tatsächlich Social Games sind, aber unter Social Games verstehen wir oft Spiele wie Animal Crossing beispielsweise, wo es wirklich darum geht, dass ich erstelle mir meinen Charakter und kann aber durchaus mit anderen Charakteren in Form von Avataren meistens interagieren. Das heißt, wir können, manchmal sind Spiele, wo man gemeinsam Puzzles löst, in einem Fall wie Animal Crossing ist es eigentlich fast nur Zeit miteinander verbringen. Das heißt, wir können gemeinsam herumspazieren, vielleicht kleine Quests machen, aber jegliche Art von Spiel, wo ich diese soziale Interaktion habe. Wir haben verschiedene Arten von Spielen, also wir haben Spiele, wo wir oft miteinander spielen und wir haben Spiele, wo man manchmal gegeneinander spielt oder wo Teams miteinander oder gegeneinander spielen, aber per se geht es da halt vor allem auch immer diese Kommunikation, die im Hintergrund abläuft. Das heißt, oft hat man diese Begegnung im virtuellen Raum, aber vielleicht trotzdem noch irgendein Voice-Chat dazu. Ich gebe zu diesen Social Games oder wie Animal Crossing unter Anführungszeichen missbraucht worden ist, das Spiel, noch ein kurzes Beispiel, was vielleicht ein bisschen makaber ist. Aber die Animal Crossing ist ganz stark gebraucht worden bei akademischen Konferenzen, bei Geburtstagsfeiern, bei Hochzeiten, also zu Zeiten von Covid und bei Begräbnissen.
Warum bei Begräbnissen? Es ist halt beim Begräbnis, man möchte unbedingt mit den Lieben einfach diese Zeit, diesen Abschied gemeinsam verbringen. Und es ist halt, wenn man sich einen Zoom-Call vorstellt und es sind 20 sehr traurige Gesichter, ist das nicht so erfüllend, als wenn ich in einem virtuellen Raum vielleicht miteinander einfach Zeiten verbringen kann, einfach nebeneinander stehen kann, diese digitale Kopräsenz fühlen kann. Es gibt Multiplayer-Shooter, also ich würde es nicht per se als Social Game, aber es ist ein Multiplayer-Game, als traditionelles sehen. Es gibt sicher Varianten von Social Games, also die auch Shooting-Mechanismen haben. Da war noch eine Frage da im hinteren Bereich des Raums. Hallo. Grüß dich. Aufstehen ist gerade schwierig. Ich habe meinen ganzen Schoß voll mit IT-Stuff. Danke für den Vortrag. Und meine Frage ist eigentlich nur, wie gut werden solche Games angenommen, wie zum Beispiel dieses The War of Mine hat es geheißen. Wie viele Leute spielen das? Wenn man This War of Mine nehme ich immer gerne als Beispiel, weil es tatsächlich kommerziell sehr erfolgreich ist. Ich bin nächste Woche auch beim EU-Parlament, wo auch genau das Spiel besprochen wird und die Entwickler auch direkt vor Ort sind. Also das hat auf jeden Fall große Aufmerksamkeit. Path Out, also österreichische Produktion, ist nicht kommerziell erfolgreich. Warum? Weil es gratis zum Spielen ist. Also das wäre schön, das wäre mein Ziel für heute erreicht, wenn ein, zwei Personen heute heimkommen und dieses Spiel einmal ausprobieren. Dann hätte ich, glaube ich, mein Wochenziel oder mein Monatsziel für März dann gut, also einen freudigen Daten schon erreicht. Aber Path Out per se ist eben nicht kommerziell, kann man gratis daheim ausprobieren. Dauert so 2 Stunden das Spiel, ist wie einen Film anschauen. Und ist aber inzwischen auf dem Weg in österreichische Schulen. Das heißt, mit Arbeitsprogrammen, mit Arbeitszetteln, dass man wirklich auf diesem, das ist, glaube ich, auch wichtig, es hilft ja nicht einfach das Spiel spielen, es hilft ja auch nicht einfach Dokumentation anschauen, aus dem Pädagogischen, um das pädagogisch wertvoll zu machen, muss man das auch gut gemeinsam diskutieren. Und das wird dann jetzt so in solche Arbeitspakete geholt. Ja, vielen Dank, Johanna. Die Hanna ist ja noch länger da und im informellen Teil dann auch noch für Fragen und Gespräche zur Verfügung. Okay, eine Frage haben wir noch, eine geht es auch noch schnell aus. Ja, danke schön, sehr interessant, aber ich finde es doch verharmlosend. Im ICD-System ist Spielsucht, auch elektronische Spielsucht, als Krankheit anerkannt. Und ich glaube, da sollte man schon trennen, wenn eine Person viele Stunden täglich solche Spiele spielt, ist es einfach in Richtung Sucht und Krankheit. Und vielleicht könnte man ja doch KIs entwickeln, die drüber wachen, dass Leute nicht so abhängig werden. Danke. Genau, aber da möchte ich ganz kurz ein Argument noch bringen. Ja, absolut, stimmt. Es gibt auch Pornosucht. Aber wie gesagt, es gibt auch nicht nur Spiele, die Sucht fördernd sind, sondern es gibt, also es sind ja auch sehr viele Spiele, die in Richtung Gambling gehen, das muss ich auch sagen, sondern es gibt genauso viele Spiele und über die möchte ich reden, die ich gerade vorher erwähnt habe, die 2 Stunden dauern und dann sind sie fertig und ich habe wirklich eine schöne Erfahrung gehabt. Deswegen, für mich ist Spiel ungleich Spiel und Spiel ungleich Gambling und das möchte ich immer raus fokussieren mit meinen Vorträgen. Danke vielmals, Dr. Johanna Pirke. Wir sind beim netzpolitischen Abend, initiiert von Epicenter Works und in diesem Fall jetzt bei Elevate 2023 Unlikely Alliances, co-organisiert und initiiert von eben Epicenter Works, Spektral hier in Graz und Murte. Die Idee von dieses netzpolitischen oder jedes netzpolitischen Abends ist eben, unterschiedlichste Positionen in dem Bereich aktueller netzpolitischer Fragen zu präsentieren und dadurch den Raum zu öffnen, um das besprechen zu können. Ich möchte an der Stelle jetzt auch alle Hörerinnen und Hörer von den verschiedenen freien Radios herzlich noch einmal begrüßen. Radio Helsinki, Radio Frequenz, Salzburg scheint auch mit dabei zu sein, die diese Veranstaltung und etliche andere Veranstaltungen von Elevate auch mit verfolgen. Die nächste Position kommt nun von Stefan Auer
aus Steyr, Oberösterreich, studierte Geschichte und Philosophie an der Karl-Franzens-Universität Graz. Seit 2005 ist er Mitarbeiter und Forscher am Austrian Center for Intelligence, Propaganda and Security Studies, ACSIPS, das ist ein schwieriges Akronym, und Projektmitarbeiter Medienkompetenz, Sicherheit und Radikalisierung bei Sicher Leben Graz. Seine Forschungsschwerpunkte und Interessen umfassen Propaganda und Desinformation, Geschichte und Herausforderungen im aktuellen politischen und medialen Raum, politische Ideologien sowie gesellschaftliche Zielkonflikte und biophysikalische Realitäten im Klimawandel und Energiewende. Stefan, bitteschön. So. Müsste da sein, die Präsentation. Gut, danke vielmals an die Veranstalter für die Einladung an mich. Danke vielmals für das Auditorium, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Und danke auch für die Vorstellung von mir und von ACIPS, unserem Think Tank in Graz. Ich habe eine besondere Herausforderung heute, denn ich habe nur 15 Minuten Zeit und ich soll das Thema kurzweilig, also in unterhaltsamer Form, präsentieren. Das Problem ist im Endeffekt, mein Thema ist ziemlich ernst. Desinformationswelten zum Ende der geteilten Wahrheiten. Das verheißt nichts Gutes für uns und unsere Gesellschaft, denn das beschäftigt sich mit den uns drohenden und gesellschaftlichen und technologischen Herausforderungen. Aber auf diesem Schlachtfeld der Information und der Desinformation wird die Zukunft unserer mündigen Informationsgesellschaft entschieden und damit auch unserer liberalen demokratischen Ordnung. Und ich hoffe, dass wir alle daran hängen. Und damit kommen wir gleich zum ersten Teil. Was ist der Status quo? Ein paar unbequeme Wahrheiten. Der mediale Raum, in dem wir uns alle befinden, der prägt uns umfassend in unserer Weltwahrnehmung. Denn ein Großteil der Informationen, die wir konsumieren und die uns erreichen, kommen eben medial gefiltert zu uns. Und deshalb ist das auch der Grund dann dafür, wie wir unsere Meinungen bilden und in Folge auch unsere Urteile, auch über politische Sachen und Entscheidungen. Und das ist wichtig für diese Herausforderungen, die uns begegnen, damit wir wissen, auf welcher Basis wir diese Urteile dann fällen. Wie sieht es jetzt um den medialen Raum aus? Der Cartoon hat es schon gezeigt im Endeffekt. Wir haben mittlerweile einen fünften apokalyptischen Reiter. Das Meme wird vielleicht noch bekannt sein. In den letzten 30 Jahren hat sich ein neuer Medienkosmos quasi erschaffen, aufgrund von technologischen Entwicklungen und gesellschaftlichen Veränderungen. Es entstanden neue Informationskanäle, die neuartige Interaktionsformen ermöglichten zwischen Sendern und Empfängern. Und es hat sich außerdem die Anzahl der Teilnehmer massiv erhöht. Nicht jedoch die Transparenz der Quellen, eher im Gegenteil. Und das ist ein Thema, wo ich mich damit beschäftige, Propaganda, Desinformation. Was bedeutet das? Jeder kann heute posten, wird damit im Endeffekt selbst zur potenziellen Quelle. Und damit kann im Endeffekt auch, was passiert dann, wenn solche Quellen im Endeffekt bewusst oder unbewusst Unwahres, Halbwahres oder gänzlich Falsches in den Informationsäther quasi hinausblasen. Wir leben in der Zeit von einem 24-Stunden-Nachrichtenzyklus, neuartigen Online-Plattformen, Social Media und eben zunehmenden Quellen- und Informationsüberprüfungsproblematiken. Und das wiederum hat in den letzten Jahren, das wird jedem von uns aufgefallen sein, zu einem massiven Anstieg an falschen Informationen, Fehlinformationen und damit in Folge auch dann zu Verschwörungsmythen und Ähnlichem geführt. Es gibt eben vermehrt Sender mit manipulativen Absichten. Und auch der etablierte Journalismus, der Qualitätsjournalismus, der steht zunehmend unter Druck. Renditeerwartungen steigen, die Mittel für eine umfassende, tiefergehende Recherche sinken und gleichzeitig im Endeffekt führt es auch noch dazu, der Druck bei der Echtzeitberichterstattung steigt. Wer als erster eine Meldung liefert, hat gewonnen. Wer 15 Minuten später liefert, kriegt 70% weniger Klicks. Und was wir im Endeffekt dadurch auch sehen, ist eine Hinwendung zur Berichterstattung oder zur Nutzung von digitaler Öffentlichkeit, von Social Media als Informationsquelle. Man kann einfach und schnell recherchieren. Das Problem ist auch, die Berichterstattung wird subjektiver. Lässt sich in diesem Cartoon gut zusammenfassen, die Problematik im Endeffekt von der Verfügbarkeitsheuristik. Also das Risiko steigt dabei, dass da ein Kreislauf der Bestätigung entsteht zwischen offiziellen etablierten Informationsquellen und ausgesuchten Quellen in sozialen Netzwerken, Stichwort Twitterblasen.
Das heißt im schlimmsten Fall, dass man eigentlich glaubt, man bildet die Realität ab. In Wirklichkeit hat man aber eigentlich nur einen Bruchteil eben von der digitalen Öffentlichkeit am Schirm für die Informationsgewinnung. Das bedeutet für den Journalismus, das wird jeder von uns wahrscheinlich schon wahrgenommen haben in den letzten Jahren, also ich bin 42, ich lese seit 1999 Zeitungen, der Journalismus wird immer mehr in die Richtung gedrängt, dass er billige, schnell zu produzierende Meinungsartikel herauspresst eigentlich. Stichworte Clickbait und Ragebait. Und anstatt eben Dinge zu klären und zu ordnen für uns, wird er zunehmend damit selbst eigentlich zu einem Eskalationsfaktor in unseren Diskursen. Warum aber ist eigentlich jetzt dieser Clickbait- und Ragebait-Journalismus so stark im Kommen? Warum belohnen wir ihn offensichtlich und fördern ihn? Da gibt es eben evolutionsbiologische Anlagen, das ist eine unbequeme Wahrheit, dass wir auf jene Dinge klicken, denen wir eben absolut zustimmen oder von denen wir schon immer wussten, dass sie hundertprozentig falsch sind. Es geht also um Inhalte quasi, die unsere Gefühle ansprechen. Und das Problem dabei ist, dass aber jede aufgeklärte Öffentlichkeit, jede mündige aufgeklärte Öffentlichkeit also absolut abhängig ist von seriösen, transparenten Quellen, die über das aktuelle Geschehen informieren. Und Propaganda und Desinformation aber in Folge, die haben im Endeffekt das Ziel, mit selektiven Informationen und eine bewusste Meinungssteuerung und Manipulation vorzunehmen. Mit welchen technologischen Realitäten sind wir also heute mittlerweile konfrontiert? Einerseits Algorithmen, die im Hintergrund oft unbewusst und von uns unbemerkt den Informationsfluss ordnen, die überhaupt einmal bestimmen, welche Informationen erreichen uns. Und diese Algorithmen im Endeffekt lernen durch unsere Klicks, also sie lernen, was löst unsere Gefühle aus. Sie filtern und präsentieren uns dann das Informationsuniversum hochindividuell, Stichwort Filterblase. Was wir aber noch sehen, ist auch aufgrund technologischer Entwicklungen verschleierte Informationsketten und immer raffinierter werdende Manipulationsmethoden. Stichworte im Endeffekt Trolle, Trollfabriken, fiktionale Personen, Bots, Deepfakes oder auch der Post hier von Elon Musk, ChatGPT. Und damit erreichen uns dann auch immer öfter jetzt Meldungen, weil wir im gefühlsgesteuert sind. Die sind angeglichen an die Meldungen, eigentlich, denen wir ursprünglich vertrauen, von zum Beispiel Freunden, die mit uns im sozialen Netzwerk sind. Die sind natürlich auch von Gefühlen gelenkt. Und diese Meldungen verstärken sich dann immer mehr. Die Algorithmen lernen, worauf klicken wir, warum wollen wir etwas sehen. Damit entstehen die oft genannten Echokammern. Unsere Narrative bilden sich, sie werden rigider, sie werden strikter. Wir haben weniger Zugang zu neuen Informationen, zu abweichenden Informationen. Also unsere Neugier, unsere Freude, unsere Glücksgefühle, die Suche nach Bestätigung, aber auch Wut und Hass lenken im Endeffekt diese Algorithmen und die Inhalte, die wir bekommen. Und die wiederum erhöhen die Interaktionsdauer, die wir dann auf diesen sozialen Netzwerken haben. Und damit wiederum verstärken sich unsere Echokammern und die wiederum geben außerdem eine stärkere Reichweite auch auf radikale politische Randgruppen, die eigentlich sonst gar nicht die Größe und Aufmerksamkeit verdienen würden. Aber unsere Gefühle lenken halt auch unsere Klicks. Eine Ursache dahinter, denn wir denken ja alle, dass wir mündige, vernünftige Menschen sind, liegt in unseren vielen Wahrnehmungs- und Urteilsverzerrungen, Bias kurz gesagt, ist ebenfalls eine unbequeme evolutionsbiologische Tatsache, denn die im Endeffekt lenken unser Klickverhalten und lenken die Fixierung auf gefühlsbetonte Inhalte. Die sind Teil der menschlichen Natur. Alle Mediennutzer sind voreingenommen, auch ich. Ich komme da auch nicht aus. Und wenn jemand glaubt, dass er nicht voreingenommen ist, dann ist er bereits Teil des Problems. Denn egal, welche Informationen und Bilder uns im Netz erreichen, wir sehen sie immer alle durch die Brille von unseren Wünschen, unseren Hoffnungen, unseren Ängsten und Ähnliches. Und diese Bias, die lenken uns dann bei der Information erstens bei der Suche, dann bei der Auswahl, was halten wir überhaupt für wertvoll, dann bei der Gewichtung und am Schluss sogar bei der Erinnerung an diese Informationen. Und Bias, das ist mir sehr wichtig zu betonen, ist keine Frage von Bildung und Intelligenz. Weil es heißt oft, die Menschen brauchen nur mehr Bildung. Das ist ein sehr großer Begriff, hoch aufgeladen. Denn wenn man viel Bildung oder Intelligenz hat und sich mit Bias aber nicht aktiv beschäftigt, dann wird man nur besser im Rationalisieren von dem eigenen Bias. Man wird aber nicht besser im Erkennen. Also wer glaubt, dass er unvoreingenommen ist, der ist bloß eingenommen von sich selbst. Da gibt es eine gute Metapher dazu.
vom Reiter und vom Elefanten. Der Elefant ist evolutionsbiologisch zuerst gekommen und der Elefant, der repräsentiert unsere intuitiven moralischen Überzeugungen. Der gibt den Pfad vor, wohin es uns treibt. Der Reiter, das ist so ein bisschen die analytische, kritisch reflektierende Vernunft, die ist später gekommen in der Evolution, aber der lenkt nicht den Elefanten. Der Reiter hat nur Munition oder Argumente zu liefern für diesen Elefanten, für diese moralischen Intuitionen und damit für unseren Bias, wenn wir argumentieren oder etwas wahrnehmen oder wahrnehmen wollen. Und damit sind wir jetzt wieder bei eben der Misinformation und warum im Endeffekt das so schwierig ist. Denn die Algorithmen und diversen technologischen Entwicklungen, die wiederum sind perfekt abgestimmt, dass sie mit unseren Bias interagieren, die verstärken das. Unser Bias durch die Klicks, die wir setzen, wiederum wirkt dann insgesamt wie ein Turbo-Boost eigentlich dafür, für diese Desinformationsuniversen, für die geschlossenen Echokammern und Ähnliches, wo wir uns heute befinden. Und wir befinden uns heute meiner Einschätzung nach in einem extrem eskalierenden Informationskrieg. Der Informationskrieg fasst immer größere Teile von unserer Gesellschaft und vom privaten Lebensraum. Er wird von verschiedenen Gruppierungen geführt, Staaten, halbstaatliche Organisationen, Stichwort Trollfabriken und ideologischen Extremisten. Und hier in diesem Informationskrieg ist eben die Propaganda, ich komme aus der Propagandaforschung, und vor allem eben die Desinformation, also der bewusste Versuch im Endeffekt, dass ich gezielt Menschen manipulieren will, in die Irre führen will oder ihnen schaden will, der hat den perfekten Lebensraum gefunden eigentlich in diesem neuen Informationskosmos. Ich kann billig, sehr schnell an sehr viele Menschen Desinformation verbreiten und teile sie auch sehr zielgesteuert. Und das ist im Endeffekt eigentlich ein Punkt, der das systematisch befeuert. Und was wir in Folge gesellschaftlich erleben, ist quasi in Echtzeit das Zerbrechen von unserem gemeinsamen Diskursraum, von unseren geteilten Wahrheiten. Wir schließen uns in immer mehr quasi Echokammern ab, die haben miteinander, mit anderen nichts mehr zu tun. Sie sind abgeschlossen, teilweise verfeindet mit Außenstehenden und sie kommunizieren nicht mehr miteinander. Die verfügen eben meistens über hochgradig selektive Faktenauswahl, eigene moralische Vorstellungen und schließlich dann auch über private Wahrheiten. Und dadurch wiederum werden Menschen immer stärker aktiv politisch polarisiert und ins Radikale getrieben. Sie werden an die politischen Ränder gedrängt. Das wiederum, und das können wir alle feststellen, wenn wir uns medial bewegen, führt dann auch zu zunehmender Demokratieverdrossenheit, Politikverdrossenheit, Wissenschaftsdesinteresse und auch zu einer Anhäufung von antidemokratischen, radikalen bis extremistischen Tendenzen. Aber die Hoffnung ist noch nicht vergebens. Was kann jetzt das mündige Individuum, das medial mündige Individuum tun zur intellektuellen Selbstverteidigung? Also wir vom Austrian Center for Intelligence, Propaganda and Security Studies beschäftigen uns seit 2004 mit Propagandaforschung. Und wir haben im Endeffekt aufgrund dieser Forschungsergebnisse Workshops kreiert und diese Workshops sind abgestimmt darauf, dass man praktisch etwas umsetzen kann, zielgruppengerecht. The brain of this operation, die Cordula, sitzt auch heute im Auditorium. Danke vielmals für deine ganze Arbeit und Mühen, die du hier investiert hast. Muss auch mal explizit gesagt werden. Und was wir eben versuchen bei diesen Workshops dann, ist, dass wir einerseits, und das kennen wir auch, wie überprüft man Fake News und Ähnliches, bisschen auf Quellenkritik eingehen, bisschen Methoden, digitale Ressourcen zur Verfügung stellen, die jeder anwenden kann, dass er sich wirklich praktisch selbst verteidigen kann. Und zweitens, was aber auch sehr wichtig ist, die besten Faktenchecker und die besten Quellenkunde hilft nichts, wenn ich mich niemals mit meinem Bias auseinandergesetzt habe. Denn der Bias gibt vor, was ich überhaupt einmal überprüfen werde. Wenn der Bias stark ist, dann habe ich keine Intention, dass ich kritisch hinterfrage, auch mich selbst hinterfrage. Das heißt, der zweite große Aspekt von unserem Workshop ist im Endeffekt, von unseren Workshops liegt darin, Emotionskontrolle, Emotionsüberprüfungsübungen und Biaskontrolle, dass man sich einmal selbst wirklich ausführlich damit beschäftigen kann. Denn nur in dieser Kombination, im Endeffekt, wenn man sowohl die Werkzeuge kennt, als auch, sei es bei der Quellenkritik und Ähnlichem oder digitale Ressourcen eben, aber sich auch mit dem Bias ausreichend auseinandergesetzt hat, nur dann können wir wieder hoffen, dass wir die Diskurse, die so wichtig sind auch in einer offenen, liberalen Gesellschaft, dass wir diese Diskurse dann wieder langsam versachlichen.
Deshalb abschließend, cheers to all the people who can change their minds when presented with information that contradicts their beliefs. Ich habe auch einige sehr schmerzhafte Erfahrungen in meinem Leben diesbezüglich gemacht, wenn man liebgewonnene Wahrheiten und Überzeugungen im Endeffekt aufgeben musste in Angesicht einer unglaublich erdrückenden Faktenmacht, die einfach dem widerspricht. Und unser Ziel von diesen Workshops ist es eben, dass wir wirklich demokratiepolitisch wieder versuchen, die Diskurse, die systematisch eskalieren aus unterschiedlichen Gründen, ich habe hier ein paar wichtige Gründe heute gezeigt, dass wir die wieder versachlichen, ordnen, was zum Gewinn und zum Positiven von uns allen sein soll. Danke vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. Stefan Auer, gibt es gleich Fragen, Kommentare? Da gibt es eine Frage, bitte. Achso, Entschuldigung. Ja, danke für den Vortrag, fand ich hochinteressant zu sehen, was Sie da machen. Ich habe eine Frage, Sie haben das so als sozusagen als eine Art Diskurs und technischen Raum dargestellt, in dem jetzt verschiedene extreme Positionen stärker werden, sich selbst oder sich selbst dann verstärken und den demokratischen Diskurs zerstören. Aber es gibt ja auch das Phänomen, also zum Beispiel in diesem Buch Network Propaganda wird das ja dargestellt, von Banken und anderen Banker, dass es gezielte Manipulationen gibt, und zwar von ganz interessierter Seite, ja. Und dass diese gezielte Information auch den sozusagen dafür sorgt, dass sie fast zum Mainstream wird, wie man das ja in den USA beobachten kann, in Österreich zum Teil auch, wenn man sich so die Stärke der FPÖ anschaut. Wie weit beziehen Sie sowas ein und wie weit kann man dann, ich sag mal ganz naiv, kann man dann diese Art von Forschung neutral führen? Oder muss man da nicht sich auch entscheiden und sagen, es gibt vielleicht Positionen, die sehr extrem sind, ja. Stichwort letzte Generation oder sowas, die aber vielleicht eigentlich die wissenschaftlich richtigen sind. Muss ich da nicht sozusagen auf politische Machtverhältnisse auch eingehen über diese allgemeine Analyse dieses Diskursraums hinaus? Also das Problem generell, ich habe den Medienraum ja ein bisschen zu skizzieren versucht, es gibt mittlerweile hochgradig gut organisierte Desinformationskampagnen, die bespielen alle Kanäle und die sind vor allem eben bei pluralistischen, offenen Gesellschaften, wo der Medienraum auch sehr offen ist für jeden und mit relativ geringen Einstiegsbarrieren hochgradig gefährlich. Denn so eine gezielte Desinformationskampagne, wir verbinden sie meistens mit Russland, die bespielt teilweise beide Seiten der Extreme und das ist wirklich das Prinzip einer Hebelwirkungen. Es gibt bestehende Bruchlinien in der Gesellschaft zwischen Ethnien, Religionen, Klassen, wie auch immer, politischen Weltanschauungen, und da wirkt der Hebel. Das ist das eine Phänomen. Die werden oftmals, aber leider erst Monate später, dann auch aufgedeckt. Gott sei Dank, da muss man sich dann informieren. Und das zweite Prinzip, wenn es dann um Bewegungen geht, die von einer Gruppe oder anderen als extremistisch wahrgenommen werden, da würden wir auch immer probieren, die Emotionen raus. Ist leichter gesagt als getan, das weiß ich, aber dass man wirklich probiert, einmal die Emotionen rauszukriegen, wir sehen das selbst, also bei den eskalierenden Etikettierungen, vor allem bei der Friday for Futures Bewegung und Ähnliches, was man da drüber lesen muss. Ist aber sehr schwierig. Also wir haben durchaus den Unterschied, also begriffen zwischen, was kommt eigentlich nur vom eigenen Bias oder weil man ein bisschen anders politisch steht, versus wo wird wirklich aktive Desinformationskampagnen betrieben. Die man dann, also die wirklich eine böswillige Absicht dahinter haben. Aber ist in der Praxis schwierig. Darf ich noch eine Frage da in der dritten Reihe? Frage. Gäbe es Ihrerseits auch Ansätze oder Vorschläge, wie soziale Medien selbst Missinformationsverbreitung verhindern können? Also von ACIP selbst aus, so groß sind wir nicht als Think Tank dafür, dass wir das leisten können, aber von dem, was ich privat gesehen habe oder über Anlesen etc. gesehen habe, es gibt ein paar Initiativen aus Amerika, unter anderem mit dem Namen Jonathan Haidt, ist ein Sozialpsychologe, verbunden, die haben zum Beispiel die Überlegung, könnten wir nicht eine Art Registrierungspflicht wieder mit einer also Echtheit, Verifikation bei sozialen Medien einführen. Ich höre da schon die Alarmglocken dann schrillen von Datenmissbrauch, wartet nur auf sich, ist eine völlig legitime Überlegung. Das Problem ist, also die Überlegung dahinter ist, wenn irgendeine dritte Instanz, nehmen wir mal an, das wird nicht gehackt, weiß, wer eigentlich dahinter steht, hinter dem Account, hat vielleicht die Person, die das dann postet oder posten würde, würde sich vielleicht öfter überlegen. Also das ist eine Möglichkeit. Zweitens ist auch eine Möglichkeit,
die Altersgrenze anheben, aber auch das wird in einer liberalen Gesellschaft auf massiven Widerstand stoßen, aber mit 13 auf Instagram. Es sind Abwägungssachen. Und das habe ich auch gemeint, wenn es dann um den Desinformationsraum geht. Es ist hochgradig ideologisch aufgeladen, vor allem dann, was machen wir dagegen? Weil der Status quo ist einmal hier. Da geht es um Freiheitsrechte, um Bürgerschutz. Der Daniel, der wird sich da am besten eigentlich damit auskennen, über Datensicherheit, Vorratsdatenspeicherung, Missbrauchsgefahren und Ähnliches. Man muss da immer aufpassen, wie weit lässt man den Staat eigentlich, wie eng hält man die Zügel des Staates dafür? Denn in letzter Instanz, glaube ich, auf Selbstregulierung können wir nicht vertrauen. Okay, ich passe jetzt ein bisschen auf die Zeit auf. Stefan Auer ist ebenfalls dann noch anwesend hier bei uns im Foyer. Ich möchte jetzt den vierten Beitrag vorstellen. Wir werden jetzt dann die Sprache wechseln. Die beiden werden ihre Präsentation auf Englisch halten. Es können aber danach Fragen wiederum auf Deutsch gestellt werden, habe ich schon gesagt. Also Kairos sind Linda Kronmann und Andreas Zingerle. Die arbeiten zusammen als KünstlerInnen-Duo und erforschen in ihrer Kunst die Nutzung und den Missbrauch von Technologien, indem sie sich kritisch mit Themen wie Cyberkriminalität, Schwachstellen in IoT-Geräten, Korporatisierung der Stadtverwaltung in Smart Cities, Elektroschrott und der Politik des maschinellen Sehens auseinandersetzen. Eine von ihren Arbeiten ist auch hier im Foyer zu sehen, Suspicious Behavior, wenn das jemand schon ausprobiert hat oder vielleicht jetzt dann die Gelegenheit nutzt, das auszuprobieren, währenddessen die beiden auch hier anwesend sind. Ihre praxisbasierte Forschung ist eng mit ihrer künstlerischen Produktion verflochten. Neben der Ausstellung ihrer Werke auf internationalen Medienkunstfestivals und Konferenzen veröffentlichen sie akademische Forschungsarbeiten und Open Access Publikationen, um ihre Kunstwerke in den Kontext breiterer Diskurse mit Datenschutz und Sicherheit, kreativer Aktivismus, Hackingkultur, disruptive Kunstpraktiken, Elektronikmüll und Materialität des Internets zu stellen. Nachdem sie international sowohl in Europa als auch in Asien gearbeitet haben, sind sie derzeit in Graz ansässig und wurden kürzlich mit dem Outstanding Artist Award 2022 des österreichischen Bundesministeriums für Kunst und Kultur ausgezeichnet. Kairos. Okay, thank you very much. Thank you, René, for the introduction. I already spared a minute in my talk. So yeah, we are Kairos. I cannot introduce myself even better. This is Linda, this is me, Andreas. We work since 2010. A lot of the topics that our previous talk people have already addressed, we were addressing also in our artworks over the last 10 years or even more. So there is, for example, like insecure webcams where we did city portraits from around the world by just using insecure surveillance cameras. So we did city portraits of big cities like Tokyo, Seoul, New York, or Bangalore in India that just shows a certain portrayal of the city through insecure webcams. Other projects I will address today also. One small work on the lower right corner is also a visualization of passwords that were used by internet scammers. So we were also visualizing how insecure these passwords could be, for example. Basically, we are working with data sets as an art practice, and we want to show you three works as short examples to underline this in a way. Megacorp, one work where we analyze and visualize a database. Then the Behind the Smart World project, where we use found footage and the method of dumpster diving to gain data. And the suspicious behavior work that is exhibited in the foyer also, and where Linda was doing a workshop today in the morning about, with a critique on machine learning data sets. So the work Megacorp is a critique of the disbalanced cultural authority of data visualizations. We were creating an umbrella company, a megacorp, as we know from science fiction, and all the
the small corporations that are part of this megacorp are actually fake corporations that you find, fake websites, fake shops that you find online. We were scraping a database and were creating this installation, this umbrella corporation, that and we're publishing an interim report that visualizes the growth and the different sectors where these companies are operating, and had different visualizations and also videos that are presenting this, all these fake corporations and fake shops to the audience. This was in back in 2015, and we exhibited also it in the Medienkunstlabor here in Graz. So this is the website, the forum that we used to scrape this website. In the end, it's a quite interesting platform. It's still alive, and it's maintained by an online vigilante community. And it's a temporary archive. So whenever they find a website of a fake shop, they post it there. And then there is a certain workflow that they follow in order to find some evidence that proves that this shop is a fake shop. And then they have a sort of form that they send to the hosting provider in order to get the website taken off the internet. And as soon as this happens, the website is not available anymore. So the temporarity in the archive is also that for 2-3 days, maybe sometimes even shorter, you can actually see this website and see how this fake shop looks like, which is quite an interesting point if you want to understand how can you detect a fake shop. And that's why we also came to the idea to create this visualization. I now skip further and don't show the video, but we also made an image trailer about it. The second project is called the Behind the Smart World. It was based on an artist in residence that we did in 2014 in West Africa, in Ghana, where we visited e-waste dump Abu Bloshi, where a lot of computers, electronics from Europe, from the States, gets recycled. They get shipped to West Africa as donations to bridge the digital divide. And often when they arrive, people figure out that they are completely broken. This is really trash that is getting sent there. And the only thing that they can do is try to dismantle it, recycle whatever is possible to be recycled, getting out some metals, copper wires, and then they live with this toxic e-waste. We also heard reports that people are not just looking to get the materials, extract the metals from the computers, but also that they look at the hard drives, if there is still data on it, if there is still programs that could be reused, or then a second-hand computer gets sold with this and these programs in this and this language available. But also that the data is getting analyzed, maybe sold, maybe the pre-owner gets harassed and asked for money. So we tried to buy as many different hard drives as possible to get kind of a probe and to see if we can, how easy it is actually to get access to this data, what do we find on these hard drives, and actually to invite other artists to join this process of looking at this data and using this data as a found footage in order to visualize maybe and to put a certain focus on this global data breach from an artistic point of view. Together with Servus, a sister organization of MUAT in Linz, we organized a symposium with data forensic experts. Tactical Tech Collective was part of it also, and we invited 16 artists to work with this data and to then show it in an exhibition.
Some of the works I briefly want to mention is, for example, a Shopimation by Fabian Kyphos, who was using browser thumbnails of different shopping websites, so to see what the pre-owner was kind of wanting to buy or wanted to shop in a way. Then Shell Performance by Martin Reiche, who was looking at the metadata of different video files and images, and also to show what the glitches are when you try to open these files because they are corrupted, cannot be read properly, and what is the metadata of this image material. There was a nice work from Michaela Lakova, where on these three screens, on the most left screen, data gets constantly recovered from a hard drive. Then these images that are recovered are presented in the second screen, where then the visitor is asked, what do we do with these images? Do you want to publish it online, which would be the third screen, so that everyone can see it and that this data becomes publicly available? Or do you actually want to delete it, which would actually then start the process in the first frame again, that the data gets at some point recovered and maybe another visitor who drops by in an hour is then asked the same or has the same decision to do. One work done by us is the Forensic Fantasies trilogy. Where we also, like one of the hard drives, we could find a lot of information of the pre-owner, so we created a package for him with a letter that we found his data somewhere in Africa, and that this package is ready to send to be sent back to him, that we want to give him his data back, and other works that were showing the photos that we found, for example, in form of photo books, that you can create your own stories, narratives, and fantasies about what you find on these hard drives and what are the stories behind it, in a way. There was also a data funeral workshop by Audrey Sanson, where maybe you'll then still want to say something about it, if time allows it. Yeah, and now I pass on to you to maybe talk about suspicious behavior and the workshop that happened today. Yeah. So the work that is here to see is called Suspicious Behavior, and we are it's kind of a speculative annotation tutorial, we call it. And it's about machine learning data sets and how these data sets are created and annotated, and how bias is introduced into machine vision and these systems through the data sets. And that's not the only way bias is introduced into machine learning, but it's one way. And in the tutorial, you, in the role of an annotator trainee, become a click worker, and you are told you're kind of this Amazon Mechanical Turk click worker who is told that you have video clips coming up, and you have to decide, you have to annotate those video clips whether they have suspicious behavior in them or not. And we took model from real interfaces of doing this kind of data annotation and thinking about how these data sets come to be. And of course, we started raising this question of what is suspicious behavior, how do you define it, who defines it, and often in scholarly work, it has been like this focus on that the annotators are biased, and their individual subjective bias comes into it. But actually, the annotators are very much directed by instructions from
data curators, the clients, the ones who are getting the data sets annotated. And those are also the people who are actually deciding what kind of categories they are defining what is suspicious or not. We use real data sets for anomaly detection in video footage in the artwork. We are not the only artists who have been working with data sets. There is actually a lot of interesting works from Kate Crawford and Trevor Paglen, from Adam Harvey, Joe Bellamini, and so on. And inspired from these works, we were then thinking of also like how is it to be biased. So Nicolas Maleve writes in also about annotating and annotators, and one thing that we think is important to understand when we talk about machine learning or AI is that it's important to understand these processes, how we make data sets, how we work with data. It's as important as writing code. So in all of these artworks, we are using data and in a way, we are also, in certain situations, we are kind of replicating some structures of power. We are also using footage. We are also thinking a lot how to present data and how to present these kind of footage. And we are like kind of navigating these ethical tensions. But we also try to kind of learn from these ethical tensions and share it with other artists, with other publics, with other audiences, and have it like kind of as a positive model of negotiating how we are living with data in our world. And one of those kind of spaces of creating conversation was also today, when we were having reflections of performing bias. We were doing some exercises with the suspicious behavior, but we were also exploring then again these AI text-to-image generators that have become so popular right now with both commercial and popular interest, and try to think about how we can use them as tools to critique biases in data sets. Thank you. Linda Kronmann and Andreas Zingele. Now I change back to German, if that's okay. Also ich gehe jetzt wieder zurück auf Deutsch, damit auch ihr wieder zurück auf Deutsch gehen könnt, wenn ihr wollt. Kairos arbeiten seit, wie ihr seht, schon etlichen Jahren, Jahrzehnten gemeinsam immer in diesem Spannungsfeld der Technologie, Datenanalyse und der Übersetzung all diese Informationen der technischen Möglichkeiten in Kunstwerke, um das auch zugänglich zu machen. Gibt es Kommentare, Erfahrungen vielleicht damit mit der Installation Suspicious Behavior? Bitte schön. So hi, thanks. That was interesting talk. I have a question about the recovery of images from hard disks. Did I understand it correctly that you then publish some of those images? Is there not an issue with copyright? Like, you don't own the copyright for many of those images, so you can't just publish them, right? We didn't publish the images. We presented them in an exhibition in form of a photo book, so they were not published online. They were locally available in the gallery, which was very important for us, that we don't expose the personality of the pre-owner, because in the end, it's not the pre-owner's fault that his or her hard drive ends up illegally dumped on this e-waste dump. That was our consideration about it. May I add something? Yeah. On that?
I think in most cases they're not the pre-owner. They are still the current owner, right? They don't relinquish copyright just because you've found the images on a hard disk. Yeah, that's true. But when you see like the found footage movement, artistic methods of buying, for example, Super 8 films on the flea markets and then using these films to create artistic collages, there is always a certain like artistic quotation, it's called, that then creates a new work out of found footage. So of course it's a certain gray line, but there is also a history, art history, in regards of using material that is not produced by the artist, but more edited or changed in a way. And it's exactly these ethical tensions that arise from it when we are using digital data somehow. It becomes, when it's from a hard drive, instead of finding photographs in dumpsters or finding photo albums at a flea market, well, we have them now in digital format and also like they are more shareable in that way, and this creates these ethical tensions of how do we actually use data. I would just like to add, this is a work by Mikaela Lakova, so it's something that you showed and that was shown again in the context of one of your installations. And what she did, she's an artist, she's from, if I remember right, Slovakia, Romania? Yeah. Bulgaria. Bulgaria, sorry. My bad. And studied in Rotterdam, and there she showed the work for the first time, and there, the first time when she showed it, she did offer the audience the possibility to really take the decision, to really put it on the internet. And I found that also really brave, because I think that's really the question. If we remain in this, let's say, if we remain in the offline world, the questions are still there, but they're somehow different, and she really radically challenge the audience to take that decision. And I think that's a brave move. Sorry. Please, Kairos. Yeah, this is also about the accountability that was talked earlier. Who is accountable? And then you are put in the position of choosing. Are you publishing something or are you deleting it? And sometimes also, like especially with the hard drives, we felt very... There's this thing that we are harvesting data on our, we have loads of hard drives with backups. We are very afraid of losing data also, like photographs, digital photographs. I have like copied on so many different hard drives, and we don't often then go back to those. We publish some of them that we like, and then we have all this data lying around. And then when our computer, or now, of course, more and more is on the cloud because we are afraid of losing data and we think it's more secure in the cloud, when you then start reanimating these hard drives, you see that they are not so... They continue circulating. So there is kind of this balance of herding data, and that's what I liked also about Daniel's presentation, was that actually it's quite good to delete data that you don't need anymore. Okay, any like urgent question or commentary right away? Because otherwise I would conclude with the bridge that you made back to the first presentation of this afternoon by Daniel. I go back to German. Also jetzt gehe ich wieder zurück auf Englisch, Deutsch. mein Name ist René Hofmann, ich möchte mich sehr bedanken. Das war der netzpolitische Nachmittag, Abend 2023 hier im Rahmen von Elevate 2023, Unlikely Alliances. Daniel Lohninger, Dr. Johanna Pirker, Stefan Bauer, Kairos, Linda Kronmann und Andreas Zingerle sind alle noch da. Also wenn Sie noch was wissen wollen, die Leute, die hier sind im Raum, dann nutzen Sie die Gelegenheit. Danke.